Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Schäffer, das müssen Sie altersbedingt vielleicht nicht unbedingt wissen, aber Ihre Vordenker bei den 68ern, auf die Sie sich ja bis heute berufen, die haben damals Brand- und Mordanschläge auf den Springer Verlag ausgeübt. Also wenn Sie mit dem Finger auf andere zeigen, zeigen mindestens vier Finger auf Sie zurück. Aber aus der Reihe der Anträge, die die Welt nicht braucht, nun also dieses Machwerk der SPD. Anlass ist eine anonyme, nicht repräsentative, sogenannte Studie des Mediendienstes Integration, eines Ablegers der Open Borders Lobbyorganisation Rat für Migration. In ihr werden munter Dinge miteinander verquickt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, bis dann eben das gewünschte Bild herauskommt. Kritische und völlig legale Kommentare in den sozialen Medien werden mit physischer Gewalt zusammengerechnet, um die alte Leier, die wir eben gerade wieder hören durften, von den bösen rechten Pressefeinden absingen zu dürfen. Die SPD geht in ihrem Antrag noch einen Schritt auf dieser Unsinnskala weiter und mischt hier einen nachweislich von Linksextremen verübten Anschlag auf ZDF-Journalisten am 1. Mai unter die vermeintlichen Beweise für rechte Übergriffe auf Journalisten. Auch wer ARD, ZDF, WDR und Co. als das bezeichnet, was sie sind, nämlich Staatsfunk, ist nach SPD-Logik dem Antrag zufolge schon ein gewalttätiger Feind der Pressefreiheit. Meine Damen und Herren von der SPD, man könnte ja fast gerührt sein, ob ihrer Sorge um das Wohlbefinden unserer Journalisten. Aber dann muss das auch für alle gelten und nicht nur für die, die ihnen inhaltlich auch nahestehen. Wo war Ihre Empörung, werte Genossen, als im Januar dieses Jahres der konservative Journalist David Berger von Ihren Freunden bei der Antifa gewaltsam aus einer Diskussionsveranstaltung zum Kölner CSD geprügelt wurde? Ist das in Ordnung, weil diese Schlägertruppen enge Verbindungen zur SPD unterhalten? Herr Nüppel hat es gerade ja auch schon angesprochen. Wo war Ihre Empörung, als im Hambacher Forst ein Sat.1-Kamerateam brutal angegriffen wurde? Ist das in Ordnung, weil grüne Baumbewohner grundsätzlich bessere Menschen sind? Nein, meine Damen und Herren von der SPD, ich glaube, Ihnen geht es gar nicht um freie und unabhängige Berichterstattung durch unbeeinflusste Journalisten. Das ist tatsächlich das Allerletzte, worum es der SPD geht. Das durften wir auch in der letzten Plenarsitzung wieder erleben, als Kollege Weiß sich darüber echauffierte, dass wir in unserem Antrag aus der konservativen Wochenzeitung Junge Freiheit zitierte. Die dort enthaltenen Fakten konnte und wollte Herr Weiß offenbar gar nicht anzweifeln. Er monierte nur die Quelle. Und das ist sinnbildlich für die Einstellung der SPD zu einer freien Presse. Wie ein Spinnennetz legen sich ihre Medien- und Zeitungsbeteiligungen inzwischen über das Land. Millionen von Menschen bekommen ihre Informationen ausschließlich aus rot gefärbten Redaktionsstuben ihrer Medienhäuser oder eben vom Staatsfunk, und dort kontrollieren sie gemeinsam mit der CDU quasi alles. Die Chefredakteure, die Intendanten und natürlich, wie wir gerade sehen, auch die Ausstattung mit Gebührengeldern. Und ironischerweise nennen sie dieses korrupte System dann auch noch staatsfern. Nein, Ihnen ist nicht an einer unabhängigen Berichterstattung gelegen, wie Sie es in Ihrem Antrag vorgeben. Sie wollen vielmehr jede Kritik an Ihren Gefälligkeitsjournalisten diskreditieren und neue, wirklich unabhängige Anbieter vom Markt fernhalten. Und darauf richtet sich Ihre Medienpolitik seit Jahren. Das hat für die Parteikasse der SPD den angenehmen Nebeneffekt, dass jeder Euro Subvention für diese Medienhäuser Ihnen auch zugutekommt. Und das ist angesichts der vielen Wahlniederlagen in letzter Zeit auch dringend nötig. Und dass wir uns richtig verstehen, Gewalt und andere Straftaten gegen Journalisten sind genauso abzulehnen wie Gewalt und Straftaten gegen jeden anderen Menschen. Im Gegensatz zu Ihnen unterscheiden wir aber eben nicht zwischen guter und schlechter Gewalt. Wir lehnen es ab, egal woher es kommt. Wenn aber die SPD sich für die Unabhängigkeit von Journalisten einsetzt, ist das ein bisschen so, wie wenn sich Schlachthofbetreiber für die Belange von Vegetariern einsetzen. Verlogen und unglaubwürdig. Und da helfen dann auch die schwülstigen Reden im Landtag nicht mehr. Aber das ist für die SPD ja nichts Neues. In diesem Sinne, vielen Dank und schönen Abend.